Es ist aus vielen verschiedenen Gründen ein ungewöhnliches und in Wahrheit auch unangebrachtes Treffen. Ehemalige FPÖ-Politiker reisen ohne öffentlichen oder politischen Auftrag nach Afghanistan, um dort ein Treffen mit radikal-islamischen Taliban zu arrangieren. Mit dabei auch der ehemalige blaue EU-Abgeordnete Andreas Mölzer. Die FPÖ selbst will von diesem Besuch nichts gewusst haben. Diese Fotos sorgen für Aufsehen. Der Ex-FPÖ-EU-Abgeordnete Andreas Mölzer zu Besuch beim Außenminister der Taliban-Regierung. Mit dabei auch der ehemalige Parlamentarier Johannes Hübner und ein Antiquitätenhändler. Das österreichische Außenamt weiß seit vergangener Woche von der Reise und hat davon abgeraten. Die FPÖ selbst gibt sich heute bedeckt. Sie will erst aus den Medien davon erfahren haben. ÖVP, SPÖ, NEOS und die Grünen üben scharfe Kritik an dem Treffen. Man denkt sich, wie können einzelne Vertreter einer politischen Partei ohne einen Auftrag zu den Taliban, die niemand in der Weltgemeinschaft anerkannt hat, einfach hinzufahren und mit denen Handshake-Fotos zu machen. Also man kann da nur den Kopf schütteln. Die völlige Isolation des international geächteten Taliban-Regimes ist laut dem österreichisch-afghanischen Journalisten noch immer berechtigt. Vor allem für Frauen ist die Lage ein Albtraum. Wenn Sie mit jungen Menschen in Kabul oder auch in anderen Städten sprechen, will eigentlich praktisch jeder raus. Jeder will das Land verlassen. All dies hat damit eben zu tun, dass es für diese Menschen dort keine Zukunft mehr gibt. Warum sich die Freiheitlichen mit den Taliban treffen, ist noch nicht klar. Allerdings könnte es um den österreichischen Rechtsextremen Herbert F. gehen. Er reist Anfang des Jahres nach Afghanistan, um zu zeigen, dass das Land sicher sei. Wenig später wird er dort wegen Spionage festgenommen. Bleibt für Mölzer und seine Mitreisenden zu hoffen, dass sie nicht dasselbe Schicksal ereilt.